Hallo zusammen. So, es ist wieder Zeit für ein neues Video. Und diese Woche habe ich es leider nicht hingekriegt, ein zweites hochzuladen. Aufgrund bei uns der fallenden Schneefälle, da habe ich den Schnee genossen. Entschuldigt bitte. Und weniger gegossen. Aber heute zeige ich euch ein Video, was auch, ich finde diese Technik halt einfach mega. Und zwar ist das auch die Technik von der lieben Olga von Kaplaya Art, die ich heute wieder gieße mit einem anderen Harz. Und die Form, die ihr seht, das ist die Kristallform von der lieben Maika von resincourses.com. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen bei ihr. Sie hat wundervolle Kurse und in den Kursen zeigt sie euch auch genau die Rezepte, wie ihr da was zu gießen habt. Dafür habe ich auch einen Discount-Code für euch, der kommt in die Beschreibungsbox. Jetzt habt ihr gerade gesehen, habe ich euch ja die Farbe gezeigt. Das Harz, was ich diesmal verwende, ist das Lumina Cast Design Flow Nummer 7 von Dippon. Das probiere ich heute aus, ob es damit funktioniert. Dann habe ich das Resin Ink Pure Black. Also die schwarze Farbe ist das. Und dann das Pigmentdrop Weiß, Gelb und Blau von Stefanie Etter verwendet. Und ich habe das Gelb und das Blau gemischt, um einen Türkiston hinzubekommen. Und seht mal, ich bin total verliebt in den Ton. Also die Pigmentdrops sind echt super. Die könnt ihr euch mischen, wie ihr wollt. Wenn ihr das Set kauft, habt ihr auch eine Farbtabelle dabei. Und ich bin total begeistert. Und sie bleiben trotzdem transparent. Man muss aufpassen, ne? Sie sind sehr hoch pigmentiert, auf jeden Fall. Und von daher, aber trotzdem, ich liebe sie. Ich finde sie echt toll. Hier streife ich auch ab. In dem Becher ist sonst nichts anderes drin. Mittlerweile habe ich mir die Becher aufgehoben, weil doch für den Guss immer 5 Becher benötigt werden. Dieses Rezept das Video zum Entstehen von der lieben Olga findet ihr auf ihrer Instagram-Seite. Da hatte sie ein Live und daher ist das. Also ich habe mir die Mengen selber zusammengemischt, wie ich gemeint habe. Und ich teste halt da noch, was sieht gut aus, welches Harz ist am besten dafür geeignet. Jetzt hatte ich das Türkis und jetzt gebe ich das Schwarze oben drauf an den Rand entlang, bis es leer ist. Wenn die Mitte sich schließt, das ist auch völlig in Ordnung. Das darf auch so sein. Das soll auch so sein. Dann habe ich als nächste Farbe, ich kratze es jetzt wieder aus, das Chameleon Mica Powder Mint von Let's Resin. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert von diesem Mica Powder von Let's Resin. Dieses Schimmer, der ist echt toll. Das könnt ihr bei dem einen Video, wo ich die kompletten Produkte von Let's Resin benutzt habe, sehen. Und auch hier habe ich wieder das Chameleon Powder verwendet. Ich habe für euch einen Affiliate-Link, wenn ihr auch Interesse an Let's Resin habt, bei Amazon. Den stelle ich euch natürlich auch in die Beschreibungsbox. Ich muss den noch bei Instagram in meiner Bio hinzufügen. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber wenn ihr Interesse habt oder wenn was nicht klappt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Jetzt hatte ich da ein kleines bisschen oder ein Fussel, irgendwas war drin. Jetzt kommt das Chameleon Powder da rein. Da der Schimmer. Ja, das ist so ein Gold, Mint heißt es, so grünlich, golden, genau kann ich euch nicht sagen. Nur leider nimmt das die Kamera, ja, diesen Schimmer kann man so in der Kamera gar nicht zeigen, wie er in Wirklichkeit ist. Da gehe ich jetzt in kreisen Bewegungen auf das Schwarze drauf. Und dann kommt jetzt gleich meine weiße Farbe mit dem Pigmentdrop Weiß an den Rand, also jetzt Innenrand von dem Mica Powder. Und es ist nicht schneller gemacht, nur nachher habe ich eine Timelapse für euch, wenn es sich zusammenzieht, weil ihr sehen sollt, ich arbeite wirklich sehr, sehr langsam. Ich war früher am Anfang, wie ich angefangen habe mit Harz zu arbeiten, immer sehr hektisch und sehr schnell. Das mache ich nicht mehr. Ich habe mir es angewöhnt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, bei Harz ist das so eine Sache. Hier seht ihr jetzt das Weiß,
Das gebe ich jetzt auch in die Mitte und gieße es dann gleich mit klarem Harz noch auf. Ich weiß nicht, habe ich zu viel Weiß, habe ich zu wenig. Also es ist immer, ja, es ist immer spannend gewesen und ich finde es toll, was man auch auf Instagram sieht, wie viele tolle Ergebnisse und jeder hat ein anderes. Ich finde es toll. Ich finde es einfach richtig toll. So, das Weiß. Jetzt könnt ihr da so ein bisschen so einen Mint-Schimmer sehen. Also die Farbe ist echt toll. Ich hab gehofft, dass es noch transparent ist mit den Pigment-Drops. Ich habe zum ersten Mal selber gemischt. Deswegen schauen wir mal. So, jetzt gebe ich das Klare in die Mitte und schubse die Farben an den Rand. Hierbei ist immer zu beachten, passt auf, ich habe es mir genau abgemessen. Wenn ihr eine fertige Form habt, könnt ihr ungefähr messen, wie schwer die ist. Und dementsprechend wisst ihr, wie viel Harz reingeht, weil ihr habt auch ganz schnell übergossen. Ist mir schon zu Hauf passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, sollte ich heute etwas komisch sprechen, meine Zunge ist etwas entzündet an der Seite, deswegen hört sich etwas komisch an. Soll keine Entschuldigung sein, nur dass ihr wisst, warum es sich ein bisschen seltsam vielleicht anhört. So, das war jetzt, eigentlich ist es ein recht einfacher Guss und ein recht schneller Guss, wenn man es so sieht. Ne, wenn man Blumen macht oder was, dann dauert es ja was länger. Jetzt kommt das Glitter dazu und das Glitter ist, das habe ich, das sind grüne Nuggets. Dann das Luxe Drizzle von Colorberry und das Chameleon Glitter Smaragd Blue von Etterart. Die drei habe ich mir zusammengemischt und mir gedacht, ha, das passt so ein bisschen. Wegen dem Türkis auch und den Blautönen. Ja, so habe ich es mir eigentlich gedacht. So, jetzt arbeite ich das ein bisschen unter. Dadurch, dass ich grüne Nuggets damit dabei habe, passt auf, dass ihr euch die Form nicht zerkratzt. Das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Ihr könnt es ja domen, aber ne, es ist halt nicht so schön. Als ne, wenn da Kratzer drin sind, die sieht man halt immer, das Domen hält das Ganze auf. Und beim Domen, ich muss mir es angewöhnen, vielleicht doch öfters zu machen, der 3D-Effekt, finde ich, kommt da noch mehr zur Geltung. Naja, so, jetzt nehme ich da noch ein paar Bläschen weg und Fussel und Glitterpartikel, was da vielleicht reingefallen sein könnte. Und gehe mit dem Stummfeuerzeug und mache die Bläschen, die sich immer bilden, wenn ich da reingieße. Aber seid bitte vorsichtig mit Sturmfeuerzeug und Heißluftföhn, dass ihr euch nicht das Harz verbrennt oder die Form. Das möchte ich hier nochmal sagen. So, und im Endeffekt heißt es jetzt einfach abwarten. Ihr könnt so ein bisschen langsam sehen, ich habe gleich eine Timelapse für euch, wie es sich zusammenzieht. Das auf jeden Fall. Also ihr könnt da die Farbe schon erkennen und ich bin begeistert. Und da ganz am Rand, jetzt seht ihr den Schimmer noch mehr durchkommen. Hier seht ihr jetzt die Pigmentdrops, wo ich das Türkis zusammengemischt habe. Das ist das Weiß und das ist das Pure Black. Die sind alle von Stefanie Etter. Da ist auch das Glitter. Also wunderschön, das Chameleon Glitter. Da sind die grünen Nuggets. Und da ist das Drizzle von Colorberry. Alles, was ich euch jetzt erzähle, und da seht ihr nochmal das Mica, das ist so schwer einzufangen, wie das schimmert, das ist von Let's Resin. Alles kommt in meine Beschreibungsbox, in Deutsch und in Englisch wird die wieder sein. Und ja, ich versuche so schnell wie möglich Kommentare zu beantworten. Ihr wisst, ich brauche da immer was länger für, es tut mir unsagbar leid. Bitte seht es mir nach, aber irgendwie rennt mir die Zeit gerade weg. So, jetzt habe ich es ein bisschen schneller gemacht. Nicht viel schneller, aber ihr könnt sehen, wie es sich zusammenzieht. Und sollte euch das jetzt zu lange dauern. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse es einfach mal, dass ihr seht, wie es jedes Harz unterschiedlich. Manchmal geht es schneller. Und dann hatte ich aber Angst, dass sich nicht schließt und habe mit dem Heißluftföhn noch nachgeholfen. Kann man machen, muss man nicht. Und ja, ich arbeite dann noch ein bisschen an der Seite und warte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lasse es einfach mal laufen, das jetzt ein bisschen schneller, dass ihr seht, wie lange es dauert, bis es sich schließt.
Also man kann schon sagen, das hier war jetzt bestimmt eine halbe Stunde. Da war 20 Minuten, eine halbe Stunde, so um den Dreh. Aber da wollte sich dann der Rest nicht mehr schließen irgendwie. Und da könnt ihr jetzt auch, jetzt könnt ihr richtig schön den Schimmer erkennen. Finde ich ganz, ganz toll, diese Farbkombi. Und es sieht wieder ganz anders aus wie der Guss mit Mastercast. Also, keine Ahnung. Jetzt nochmal mit dem Föhn, um es zu schließen. Aber irgendwie wollte es dann nicht. Ein bisschen schließt es ihn, aber ihr könnt den Glitzer erkennen. Ja, also warte ich weiter. Und falls es euch letzte Woche aufgefallen ist, ich hatte mein Video ja wie immer samstags hochgeladen, aber irgendwie ist das 2 Uhr nachts online gegangen, anstatt um 14 Uhr. Gut, passiert auch den Großen, habe ich jetzt die Woche mitgekriegt. Naja, ist so. Ich hoffe, dass ich es jetzt wieder richtig habe auf 14 Uhr. Aber gut, es ist online gegangen, das ist die Hauptsache. Aber man hat ja so sein Ritual. Falls euch das jetzt zu lange dauert, scrollt einfach nach vorne. Ja, ich bin jetzt nebenbei noch was anderes am Machen. Und dadurch konnte ich einfach die Kamera laufen lassen. Ich brauchte das Handy gerade nicht. Und weil ich mache ja alles mit dem Handy. Ja. Und jetzt nochmal mit dem Stummfeuerzeug drüber. Und dann habe ich mir das so ein bisschen in die Mitte gezogen und dann mein Swirl gemacht, wie ihr seht. Ich habe so ein bisschen geschlossen, ganz vorsichtig. Das sieht jetzt schnell aus. So. 24 Stunden später, Ausformzeit. Also das Dippon war da noch ein bisschen, es war nicht ganz 24 Stunden, nur etwas weich, aber es ging. Schaut mal, die Struktur ist richtig schön geworden. Und ich bin begeistert. Eine richtig schöne Blume. Was ihr leider auf dem Video nicht erkennen könnt, das seht ihr gleich in den Nahaufnahmen. Der Schimmer ist außenrum so ein bisschen. Richtig toll. Ja, jetzt zeige ich es nochmal. Also der Glanz, richtig toll. Also das Luminacast finde ich richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Lässt sich auch gut verarbeiten. Man hat halt für viele verschiedene, ja, Harze irgendwie. Man probiert alles Mögliche aus. Aber natürlich Etta Art ist mein absoluter Favorit. Und da seht ihr auch nochmal die Rückseite, wie schön die aussieht. Und jetzt kommt noch eine Nahaufnahme von den Bildern, dass ihr das nochmal richtig schön seht. Sollte euch das Video gefallen haben oder ihr Fragen haben, schreibt gerne in die Kommentare. Über ein Like würde ich mich freuen und ein Abo wäre natürlich riesig. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, eure Marion.